Okay, meine Lieben, da sind wir wieder. FIFA 14 Karrieremodus mit dem SC Freiburg macht erstmal Pause, zumindest was den grünen Rasen angeht. Wir haben jetzt die Winterpause vor der Nase und unten nochmal für euch die Tabelle, die jetzt natürlich erstmal nicht so wichtig ist. Es geht jetzt erstmal darum, den Kader vielleicht ein bisschen fit zu machen. Vielleicht kommen Angebote rein, eventuell können wir irgendwas noch für uns selbst initiieren. Wir gucken gerade mal auf die Finanzen. Also theoretisch könnten wir noch 8 Millionen ausgeben, müssten ein bisschen was verschieben. Aufgrund des Gehaltsbudgets, je nachdem, was für ein Spieler da kommt. Es sind so ein paar Namen gefallen, natürlich, die wir uns gleich nochmal angucken werden. Jugendspieler will weg. Von mir aus geh, Tyson Pollack. Mike Tyson will ich hier nicht haben, der beißt mir nur ins Ohr. Von daher kein Problem. Kurz vor Weihnachten, also mal kurz reinzugucken und vielleicht, dass man auch da ein bisschen Zeit hat. Natürlich ist er einer der meistgenannten gewesen. Valentino Lazaro für Paris Saint-Germain jetzt am Ball. Für 21 Millionen haben wir den damals verkauft. Da war ja eine Riesenwelle gewesen. Warum und was weiß ich. Und habe ich mich da erklären müssen. Natürlich irgendwo verständlich. Der war mit einer großen Zukunft natürlich auch ausgestattet bei uns. Da haben wir dann Thorgan Lazaro geholt. Und er zusammen mit Marcos Lopez nicht unbedingt jetzt so die großen Fortschritte gemacht haben. Konnten ihn nicht so richtig ersetzen. So, was die Tore von ihm angeht. Wirklich das Heft in die Hand zu nehmen. Wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Ob der sich weiterentwickelt hat oder eher nicht so. Sabitzer. Marcel Sabitzer ist der nächste Österreicher. Rapid Wien. Da spielt er auch noch. Ist 22. Vielleicht für die rechte Seite. Für Volland. Ne, da war er nicht ganz zufrieden mit. Eventuell, dass wir Volland vorne spielen lassen auf der zentral-offensiven Position. Könnte man natürlich mal ausprobieren. Obwohl er mir am Anfang wirklich recht sehr gut gefallen hat. Wunschliste. Das sind alles so Planspiele, die natürlich dann für die Rückrunde auch irgendwo Verwendung finden könnten. Den hier finde ich sehr klasse. Den habe ich mir mal angeguckt. In FIFA selbst, auch Ultimate Team. Jürgen Locadia, der ist nämlich auch sehr groß. Ist eher so ein Typ Lapa, würde ich sagen. 23, Holländer 1,91, Rechtsfuß. Den können wir auch mal beobachten lassen, auf die Wunschliste setzen. Das passt nämlich, weil wir jetzt ein paar Wochen Zeit haben, vielleicht die Scouts das irgendwo auf die Reihe bekommen, sich die Jungs hier anzugucken, die wir wollen. Und dann danach eventuell weitermachen mit den normalen Scout-Aufträgen. So, machen wir das gerade so. Adrian, Brasilianer, zentral-offensives Mittelfeld. Das sieht nach Flamengo aus, das Wappen oben. Genauso ist es. Hat das gewisse Etwas. Zentral-offensives Mittelfeld. Hab's eben gesagt, Marcos Lopez bzw. Thorgan Hazard, die beide nicht so wirklich das gezeigt haben, was ich mir vorstelle. Dann werden wir es auch mal durchgucken bei dem. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt Victor Andrade schreiben muss oder ob Andrade reicht, das werden wir jetzt gleich wissen. Es ist schon einiges, ne, was mir nur bei Andrade vorkommt. Da haben wir doch Mittelstürmer. Borussia Dortmund. Oh, kürzlich für 2,7 Mille von Santos gekommen. Aha. Man weiß natürlich nicht, ob die den jetzt haben lang spielen lassen. Und mir ist er nicht aufgefallen. Also ist ja kein Fußballmanager, wo du wirklich jetzt die perfekten Statistiken jeden Spieltag bekommst. Wer hat wo getroffen, wer hat wo gespielt. Wo wir gerade bei Dortmund waren. Da haben wir nämlich jetzt hier den guten Pierre-Emerick Aubameyang, der jetzt mittlerweile bei Barca spielt, also kein Borusse mehr in dem Sinne. 27, auch für diese rechte Seitenproblematik eventuell möglicherweise. Mal schauen, ne? Barcelona kann ich mir vorstellen, dass der nicht unbedingt da viel spielt, also wahrscheinlich eher weniger glücklich sein wird. Das werden wir gleich wissen. Also wir haben jetzt sehr viel gescoutet oder zumindest den Typen dahin geschickt. Sehr früh, auch extra deswegen, damit die lange Zeit haben dafür. Und wir reagieren können, wenn wir uns jetzt mal die Mannschaft angucken. Ich glaube, hier ging das doch irgendwo in den Teambericht. Da habe ich doch, glaube ich, die Spieler alle untereinander hier. Nach Position sortiert. Also Mal soll weg, aber ich weiß nicht genau wie. Der läuft sowieso aus, der Vertrag. Durm, Jedlin, ist klar. Rechte Seite passt. Dann haben wir links den Günther und Schmelzer. Schmelzer würde ich auch ganz gerne sagen, dass wir da versuchen, Schmelzer irgendwo loszuwerden auf Transferliste. Das würde theoretisch auch funktionieren. Also ich kann das nicht verstehen. Der hat so gute Werte, aber der schlägt bei uns einfach nicht ein. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich der Grund ist. Ist du Nali Hoffmann.
Das sind unsere Sechser. Möglicherweise könnte ich den Öztunali mal ausleihen, dass der woanders eventuell wirklich oft spielt und vielleicht dann was an seiner grottigen Fitness oder sowas macht, Ausdauer, auf die Leihliste setzen, dass man da eventuell noch was nachholt. Wir hatten uns ja Spiele angeguckt, die da in Frage kämen. Der Chaloba zum Beispiel von Nottingham. Leihliste Saison, ja, machen wir, glaube ich. Das ist ein halbes Jahr. Das müsste dann eigentlich passen können. Volland, rechte Seite zusammen mit Bakkali, den wir jetzt nicht sehen, da ist er. Das müsste gehen. Esswein, Zuck, linke Seite. Zweimal Offensives. Schreivers. Der ist auch auf der Leihliste, glaube ich, ja. Aber kam bis jetzt noch nichts. Das wäre auch Gold wert für den. Dann haben wir drei Stürmer vorne. Mit Gavranovic, Batshuayi, Benzia. Das sollte im Prinzip auch eigentlich reichen. Glaube ich zumindest. Also ich habe da einen Vorschlag bekommen in Sachen Aufstellung. Das kann ich euch gerade mal zeigen, bevor wir dann weitergehen. Die Formation. Also ich kenne sie vom Ultimate Team. Diese Aufstellung, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. War das, glaube ich, das Ding hier? Nee, war es nicht. Das war es nicht. 4-4-2-4-1-3-2 war es auch nicht. 4-2-2-2. Nee, das hatte irgendwas 4-5-1 oder sowas ähnliches. Gucken, was haben wir hier denn? Nee, das nicht. 4-5-1. Nee, irgendwie war das mit dem Mittelstürmer. Irgendwo war das. 4-5-1. Nee, was war irgendwas anderes? 4-1-4-4-1-1. Das hier müsste das sein. Die Position hier. Hier, dass man dann die Zentralen hat. Hier rechter Zentraler, linker Zentraler, linkes Mittelfeld, dann ZOM und Sturm. Aber da kann man auch irgendwo eine hängende Spitze draus bauen. Glaube ich, dass man das machen kann. Dass man den theoretisch weiter nach vorne schiebt. Jetzt einfach mal so gesagt, der Benzia, ne? Wo kann ich denn jetzt hier die Form mir das angucken? Den Spieler selbst. Hätte ich ganz gerne mal geguckt, da haben wir es. Die Position. Der kann nur im Sturm spielen, möglicherweise. Der auch. Das wäre nämlich eine Idee gewesen, dass man vielleicht sagt, Benzia, weil er eben nicht der Kopfballstärkste ist, dass der vielleicht das hängende Spitze dann hinter Batshuayi hängt. Da müsste ich einfach mal die Position mal verschieben. Es sei denn, gibt dann noch irgendwo eine Formation, die das noch eher abbildet. Ne, also diese Geschichte, wie ich das mir vorstelle. Aber glaube ich nicht. 4-2-2-2, das war auch was anderes. Und wir müssen ja sowieso was haben, was mit einem Stürmer spielt. Falsche 9, ne, das ist auch sowas hier. 4-4-1-1 offensiv, das ist es, glaube ich, ne? Das ist es, weil dann steht er weiter vorne. So, die müssen wir nehmen. Die müssen wir nehmen und dann ist es nämlich auch ein Mittelstürmer, genau. Das könnten wir mal ausprobieren, wie das funktioniert. Zentrales Mittelfeld ist natürlich dann die Frage, ne? Wir hatten ja die Sechser hingestellt mit Hoffmann. Dass man da mal guckt, kann der das? Der kann nur zentral defensives Innenverteidiger möglicherweise. Da bräuchte natürlich dann wieder zwei von denen, also zentral. Ist die Frage jetzt. Zentral defensives Öztunali, wenn wir den ausleihen würden. Der könnte zentrales Mittelfeld spielen, da müssen wir das nochmal überdenken. Dann könnten wir das irgendwie so machen. Ich meine, ich finde die Idee nicht schlecht. Also mit dem Benzia hinter Batshuayi, das bringt vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten. So, wir gehen weiter. Es wird wahrscheinlich jetzt einiges hier passieren. Jugendspieler will weg, das ist mir auch egal. Namen kann ich eh nicht aussprechen. Taugt nicht unbedingt für den Publikumsliebling. Nächster, der weg will. Ja, ja, das war, glaube ich, gerade nochmal derselbe. Soll mich nicht nerven. Abschlussbericht, Leandro Paredes. Wer ist das? Leandro Paredes. Ach, das war eher der Zentraloffensive. Lazaro, 5 Tage noch. Dann haben wir das zumindest schon mal wieder fertig. Infos zum Transfermarkt. Ist offen, also wir können ja theoretisch jetzt auch sagen, Höhenzukunft bei Freiburg ist verunsichert. Wer sagt es denn, der Vorstand? Ja, die sollen mich nicht nerven hier. Leihbasis gehen. Ich brauche mehr Einsätze. Kann ich mir das überhaupt leisten? Kann ich den wegschicken? Hätten wir da noch einen? Also ja, mit Julien natürlich hätten wir einen. Nur wenn da natürlich irgendwas passiert, da guckst du auch blöd aus der Wäsche. Mit 75er Stärke, ich meine, das ist eigentlich logisch, dass der mehr spielen muss. Und wenn es dann so ist, dass er sich wirklich sehr entwickelt hat, dann hat er ja Schilja übersprungen, dann hat er theoretisch auch Ayeti übersprungen. So, Saison, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ob das funktionieren würde. So, gehen weiter. Aber was ich natürlich gerade nochmal meinte, der 1. Januar ist da. Wir könnten Spieler jetzt, die über 23 sind, könnten wir ablösefrei holen, wo die Verträge auslaufen. Deswegen ist es hier nicht so ganz so pralle, ne? Memphis Depay.
Weiß ich nicht, warum habe ich den hier drin? Läuft es aus? Nee. Kann ich die Spieler, wenn ich die hier durchschalten könnte, das wäre irgendwie besser, ne? Dann könnte ich das schnell sehen, wer jetzt wirklich hier ausläuft, weil so ist es schwierig. So ist es echt schwierig, also da müsste ich, glaube ich, jeden hier einzeln so anklicken. Oder wo steht es, wenn ich die so anklicke? Also was bräuchten wir theoretisch einen Innenverteidiger, wenn wir wirklich dann Höhen wegschicken mit Rekik? Lief der aus? Nee. Die Jan brauchen wir nicht mehr, denke ich zumindest nicht, Newcastle. Da, ja, Victor Andrade wäre natürlich, oder auch der Mehmedi Beister, alles als Mittelstürmer. Laza Markovic. War ein bisschen teuer, ne? Also zumindest für unser Budget momentan. Ah, jetzt weiß ich das nicht mehr, wer hier. Ich hätte die mal rausschmeißen müssen, alle. Damachaloba. Für Kauf, aber kann ich jetzt noch nicht machen. Oder kann ich schon? Könnte ich schon, ne? Warum eigentlich nicht? Probieren wir das mal. Ist auf seiner Position einer der besten. Er ist wahrscheinlich um die 5,3 bis 6,7 Millionen wert. Wir müssen ein großzügiges machen. Also da steht schon mal nicht drin, dass er vielleicht auch für weniger zu haben ist. Ich mach's trotzdem mal anders. Ich versuche 4,5. Und dann mal gucken. Eventuell könnten wir auch... Nee, Hoffmann will ich da nicht mit einbinden. So, haut das mal rein. Weil Malon Dada müssen wir nicht drüber reden. Den bekommen wir nicht. Der ist außer Reichweite. Das geht zumindest jetzt hier im Wintertransferfenster nicht. 7,5 Millionen. Wenn ich jetzt hier draufklicken würde für Kauf. Wirklich gut sein. Also wenn die den wirklich geben lassen wollen, weil er halt einer der Stars des Vereins ist. Da kommst du da nicht weit mit deinem 8, was weiß ich, Millionen Transferbudget. Das kannst du dir sonst wünschen. Ich weiß es echt nicht mehr, wer hier auslief. Ich hab mir das extra irgendwo mal... Wollte ich mir das vermerken, aber ihr kennt mich ja. Das habe ich dann irgendwo nicht gemacht. Zu ihrer Leistung. Aha, sie schätzen mich trotzdem als wertvolles Mitglied der SC Freiburg-Familie. Könnte auch so ein bisschen scheinheilig sein, ne? So von wegen erstmal einschleimen und dann heimlich den Stuhl absägen. Mexiko. Nee, aber das hat sich ausgemexikanert. Allgemein, was Nationalmannschaft angeht. Also in diesem Spielstand werde ich es auf jeden Fall nicht mehr machen. Das steht auf jeden Fall fest. Inakzeptabel, 6,5 möchten die. Ja, weiß ich doch zumindest schon mal eine annähernde Summe. Machen wir 5,5. Kommen wir dem mal ein bisschen entgegen. Ein bisschen was verschieben muss ich. Ich weiß ja nicht, verdient der. 35.000 könnte passen. Dass ich das noch nicht mal verschieben muss. Ja, an den habe ich so ein bisschen Hoffnung gesetzt, wenn das klappen sollte. Weil der wirklich sehr, sehr gelobt wird von allen von euch. Ja, komm, geht, haut ab. Ich habe die Jugend, das kannst du mir sonst wohin packen hier. In FIFA, Karrieremodus. Das ist so nutzlos wie ein Kropf. Lazaro. Werde ich nicht mehr anfertigen, sagt er. Also bricht vollständig. 5 Millionen wert. 5 Millionen wert. Also wenn wir theoretisch jetzt sagen, wir verkaufen irgendjemanden, den wir nicht unbedingt brauchen, könnten wir sagen, Lazaro, komm zurück zu uns. Dann hätten wir das Problem gelöst auf der ZOM-Position, weil ihn kennen wir. Immer noch inakzeptabel. 6,5. Weil sie sind aber auch stur, Mensch. Das ist ja unglaublich. So, 6 Millionen. Ich muss natürlich aufpassen, dass das Ding nicht scheitert. Das könnte natürlich passieren. Ja komm, 6,5 ist mir jetzt auch egal. Also das wäre natürlich echt klasse, ne? Wenn Lazaro irgendwie, wenn es passen würde. Sabitzer. Können wir auch mal gerade drauf gucken. Hier, wie es da aussieht. Ja, der ist billig, ne? Der ist wirklich billig für die rechte Seite. Sabitzer. Und da muss man noch nicht mal unbedingt jemanden abgeben, um den spielen zu lassen. Glaube ich jetzt. Also wenn man dann vorne den Volland auf die ZOM schickt, höchstens Lopez verkaufen dann. Dass man mit Azar und mit Volland vorne spielen kann. Auf der ZM, ne? Wir haben das jetzt umgestellt. Ja, wir probieren das einfach mal, weil der halt wirklich nicht teuer ist. 2,5 und 3,5. Ich mache das einfach mal 1, was weiß ich, ist er wert? 1,5. Ich versuche das einfach mal. Und wenn es halt nicht funktioniert, kann ich Lopez dann auch anbinden oder einbinden. Na, natürlich dann ohne Kohle. Ich weiß nicht, was der wert ist. Müssten wir gucken. So. Weil sowas, da bin ich absolut dabei. Bernd Leno. Oh Gott. Wenn so Spieler zu haben sind, die nicht viel kosten. Dortmund, 6 Mille. Hat 9,2, so wenig ist der nur wert. Aber es ist halt ein Torwart. Angebote ablehnen, künftige untersagen. Also da habe ich jetzt mittlerweile gelernt, weil den kann ich nicht hergeben. Ich hab nix, was ich dann ins Tor stellen könnte. Und so schnell im Winter ein Torwart zu finden, kannst du knicken. Also das werde ich mit Sicherheit nicht machen.
Da ist schon wieder irgendwas mit Vorbereitung. Also sind wir jetzt schon wieder am Ende angekommen oder was? Genau, Stuttgart 14, da ist schon wieder bald. Ich habe gedacht, wir hätten mehr Zeit. Aber ja, wenn es mit Jaloba klappen würde jetzt noch, könnte er ja mitmachen bis zum 14. Chelsea hofft, Neuer bald zu verpflichten. Also auch bei Bayern wird so ein bisschen am Torwart gebaggert. Und noch ein Transferangebot. Yassin Benzia. Jetzt wollen die uns schon wieder den Benzia klauen. Paris. Ha. 28,7. Ich gucke gerade so ein bisschen blöd aus der Wäsche, weil ich mir gerade die Frage stelle. Das ist ein Déjà-vu. Genauso hat es ja mit Lazaro auch angefangen. Ein Riesenangebot. Und ich habe dann geguckt, was steht da oben. Ja, 21 Millionen, zack, machen wir mal. Und dann haben die das angenommen. 28,7 liegt der Marktwert. Also der Marktwert irgendwie, also nicht das, was unten steht, sondern der Marktwert für uns, 28,7. Wenn ich das jetzt da eingebe, wenn ich jetzt 50 eingebe und die machen das, dann werden wahrscheinlich wieder einige schreien, aber dann hätte ich dicke Kohle, um das aufzuforsten. Dann hätte man wirklich Kohle, um Lazaro zurückzuholen und im Sturm oder beziehungsweise den Malondar zu holen, bla bla bla. Also 50 Mille. Also wenn das klappen würde, dann kann er von mir aus gerne gehen, auch wenn er sehr wichtig ist. Dann geht er zum zweiten Mal. Nee, komm, wir machen das anders. Also wenn, dann will ich auch richtig Kohle haben, 70. Werden die nicht machen, das ist Paris. Also das wäre schon echt verrückt, wenn die das annehmen würden. Aber dann würde es, glaube ich, auch der Letzte von euch verstehen, dass ich das gemacht habe. Oje, oje, jetzt bin ich gespannt. Was da passiert? Pressekonferenz, ja, das kann ich ja gerade schon mal abarbeiten. Ich denke mal, wir müssen eher unsere Jungs ein bisschen aufbauen, ne, nach dieser Pokalschlappe. Was? Die akzeptieren, alter Schwede, nee, ich hab's auf Band. Ihr seid live dabei. 70 Millionen Yassin Benzia, die akzeptieren das, die Vögel. Und jetzt gehe ich einkaufen. Jetzt gehe ich einkaufen wie ein Bär. Jetzt gucke ich mir das hier an. Was haben wir denn hier als Stürmer auf der Liste? Die teuersten der teuersten, mir egal. Also das ist echt der Knaller. Also wir haben ja noch ein bisschen was. Das ist ja nicht so, dass das jetzt hier zu Ende ist, ne, die Transferphase. Ezequiel zum Beispiel. Könnte man sich da vorne reinstellen, neben Batshuayi. Lapa, Ramos, La Soca. Alles Mögliche hier. Anthony Martial. Sanogo. Lucadia, Max Clayton. Ich meine, klar, das ist dann wieder schade, wenn der wieder geht, aber hallo, 70 Mille. Ich hätte auch wahrscheinlich 100 eingeben können, hätten die auch gemacht, die Pfeifen. Aber was ich sagen wollte, wir haben jetzt den 14.01., es ist ja noch Zeit. Dann, bis zum Ende der Transferphase. Und dann seid ihr wieder dabei, ne, mir irgendwelche Tipps zu schreiben, was Stürmer angeht. Weil ich habe jetzt zwar ein paar hier drin, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwelche teuren, die dann zu uns passen würden. Oder Talente, ne, die dann auch irgendwo schon ihren Wert haben, die für uns dann passen würden. Ja, irgendwo Ezequiel, das wäre natürlich Weltklasse, wenn wir den Höhlen holen könnten. Milik ist ja auch eigentlich ganz interessant. Chaloba, hier der Malondar. Könnten wir es theoretisch dann auch holen, aber ich will nicht zwei holen, glaube ich, weil das ist ja dann irgendwo so eine Geschichte, die müssen auch ZM irgendwo spielen können. Ich hoffe, dass der das kann. Der könnte ZM spielen, also passt es in dem Sinne. Ne, dann brauchen wir natürlich dann noch einen Stürmer, ist klar, ne? Schreivers, Gavranovic und Batshuayi, den wir dann vorne haben. Ist das krass, ne? Ist das krass? 70 Millionen. Also denen ist das dann schon wirklich was wert. Ramos will was? Ach so, Kaufinteresse Werder Bremen. Ach, das ist hier wieder sowas wie im Manager. So, wegen sag mir Bescheid, wenn du mit ihm wegen jemand verhandelst. Ich bin gerade echt geblättet. Akzeptiert. Also Chaloba bekommen wir theoretisch, wenn das jetzt durchgeht. 35 will der. 4 Jahre von mir aus. Torprämie braucht er nicht. Rolle im Kader. Also wird natürlich dann essentieller Stammspieler sein. Überhaupt keine Frage. Dafür holen wir den ja. Dass wir da einen haben, der flink ist. Der beweglich ist. Der das Spiel nach hinten macht, aber auch nach vorne seine Impulse geben kann. Machen wir. 35.000, 4 Jahre, essentieller Stammspieler. Hat er eigentlich nichts zu meckern, weil mehr kann ich nicht. Christopher Chillier, wollte ich ihn ausleihen oder verkaufen? Oh, das wird's aber echt hässlich jetzt, ne? Wenn die haben 3,5 geboten, ist mir zu wenig. Ich will aber den ganzen Kader jetzt nicht auseinanderreißen. Also mit Benzia ist klar, das muss ich dann irgendwo, wenn die 70 Millionen wirklich annehmen. Leno, logischerweise, muss bleiben. Torwart haben wir keinen. Das war logisch. Und Chillier ist eigentlich auch für die Abwehr jetzt nicht unbedingt überlebenswichtig, aber sie haben ja nicht Sommer. Also das Transferfenster ist ja nicht 2 Monate offen.
sondern nur einen. Das ist aber schwierig. Einen Stürmer kannst du dir mal noch schnell irgendwo packen. Aber finde man geeigneten Abwehrspieler. Moral unglücklich. Nee, da will ich auch nichts haben. Also möchte ich jetzt auch nicht abgeben. Im Sommer vielleicht, aber jetzt nicht. Wir stehen auf Platz 3. Und der ist eingespielt mit dem Rest. Auch wenn er momentan nicht so aussieht, als ob er Stamm spielen würde. Aber es kann immer was passieren. So, ist hier irgendjemand noch da? Ist hier noch ein Spieler angekommen? Spieler verkauft. Das wird wahrscheinlich jetzt Benzia sein. Abschlussbericht. Aubameyang, mal gucken. 7,5 Millionen wert. Kann der irgendwo auf Sturm spielen vorne? Kann ich das irgendwo sehen? Die Positionen, die der spielen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich jetzt hier rüberklicke, dann kann ich... Nee. Also das kann ich nicht sehen. So, Spieler verkauft. Ja, 52,5 Millionen gehalten, Transferbudget aufgestockt. Tja, bye Benzia, tut mir leid. Aber wir mussten uns leider zum zweiten Mal trennen. Vielleicht holen wir dich irgendwann nochmal zurück. So, jetzt muss ich natürlich gucken, dass wir einen Stürmer suchen. Defensives Mittelfeld müssen wir nie haben. Gehen wir lieber dann hier. Aufträge. Defensives Mittelfeld haben wir ja in dem Sinne dann gemacht mit Chaloba. Der kommt ja dann, wenn er es annimmt. Den Vertragsentwurf. Ja, ich denke mal, ein Stürmer, der soll auch irgendwo jung sein. Ich glaube, 23 ist mal das, was ich mir vorstelle. Oder 24. 24 geht auch noch. So, aber auch nicht ganz so jung, weil das bringt mir nichts. Ich glaube, 20 bis 25. Machen wir bis 25. Also irgendwo Talent schon, aber der muss auch schon ein bisschen hier Benzia ersetzen können. Sonst bringt mir das nichts. Ich habe ja noch Gavranovic da sitzen. Schrei was, ne? Die Talente sind... Wir brauchen dann schon wirklich einen Kracher, ne? Stammspielerqualität... Vielversprechend, also im Prinzip müsste das ja das hier sein. Stammspielerqualität. Vielversprechend vielleicht auch noch. Aber vielleicht gibt es dann zu wenige. Meine Stammspielerqualität, vielversprechend, das klingt eigentlich schon gut. Das klingt eigentlich schon nicht schlecht. Machen wir das mal. Und dann natürlich, wie ich gesagt habe, bin ich auf eure Tipps wirklich gespannt, was da vorne passiert. Also wir haben ja die Stürmerliste gezeigt. Und darauf bauen wir das so ein bisschen auf. Und natürlich dann mit Ergänzungen. So, wir basteln mal ein bisschen. Links. Da muss Durm spielen. Günther geht dann auf die Bank. Ich würde sagen für... Wo ist denn jetzt hier? Jedlin. Ach, da sitzt er. Günther für Schmelzer. Schmelzer muss raus. Da kommt Schreivers dann hin. Und der wird natürlich jetzt auch mal zum Start hier spielen. Auf der Mittelstürmerposition. Vorne Batshuayi. Ja, vielleicht holen wir uns wirklich dann Mittelstürmer ran. Weil Batshuayi ist klar, das ist unser Goalgetter vorne. Es ist wichtig, dass wir den noch haben. Also es bröckelt jetzt hier nicht die Offensive weg. Das ist überhaupt keine Frage. Schreivers bekommt dann jetzt wirklich zumindest jetzt vorerst, bis wir einen neuen Stürmer haben. Erstmal die Möglichkeit. Gavranovic als Joker. Lopez. Da lasse ich Azar, glaube ich, erstmal stehen, weil die Form gut ist. Ja. Leno wieder im Kasten. Also viele von euch waren der Meinung, oder einige zumindest, dass wir mit Leno im Kasten eben gegen Dresden nicht rausgeflogen wären, weil der eben die letzten beiden Tore gehalten hätte. Also die Bälle. Mag sein, aber hinterher ist man natürlich immer schlauer. Es gab ja auch schon Spiele, da war Schwollo ganz stark, da hat er uns mit einer 9, noch was Note das Spiel gerettet. Und das war dann einfach nicht sein Tag, denke ich. Ja, das ist die Startformation, die wir jetzt erstmal haben werden. Hoffmann natürlich muss rüber, Bakali. Volland, zentrales Mittelfeld, genauso wie Hoffmann. Aber da ja Öztunali zentral Mittelfeld spielen kann, wird er heute beginnen. Neben Volland. Wer war denn hier eigentlich von den Jungs nochmal Linksfuß? Der war Linksfuß, da muss er natürlich linkszentral spielen. Öztunali ist auch, nee, ist Rechtsfuß. Dann passt es. Thorgan Hazard links, kann der das überhaupt, ja? Das würde passen. Bakali, der kann nur rechter, linker, ja, dann ist es okay. Das passt schon. Ne? Dann hätten wir theoretisch jetzt mit Esswein, mit Azar für die linke Seite. Ich bin gespannt. Also die Aufstellung gefiel mir, der Tipp. Wir werden es versuchen. Gegen Stuttgart. Also im Derby. Und dann geht's heiß her. 2 Wochen oder eher 2,5. Da ist ja noch dann bis zum 31. die halbe Woche auch noch. Indem wir uns einen neuen Stürmer suchen müssen. SC Freiburg nimmt überhöhtes Angebot für Benzia an. Und wie überholt es ist. Das ist ja 700% vom Marktwert gewesen. Vom normalen Marktwert. Die jetzt wirklich bezahlen, also übelst. Und damit würde natürlich auch der Rückholaktion theoretisch von Valentino Lazaro nichts mehr im Wege stehen. Das wird sich aber dann Minimum in der nächsten Folge klären. Ich hoffe, ihr habt Spaß in dem Spiel hier
an dem Let's Play, auch wenn Yasin Benze jetzt zum zweiten Mal weg ist. Mal schauen. Schreibt es mir unten rein, was ihr davon haltet. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.